Yeah. Get this down. Pop side. Hallo und herzlich willkommen in unserer Parkside-Werkstatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch ein sehr vielseitiges Werkzeug vorstellen, das vier Geräte in einem kombiniert. Das Parkside 20 Volt 4-in-1 Akku-Kombi-Gerät. Mit diesem praktischen Tool kann man nicht nur bohren und schrauben, sondern auch schleifen und sägen geht diesem Alleskönner ganz leicht von der Hand. Dabei ist das Gerät robust und sehr wertig verarbeitet. Aber bevor wir die erste Schraube in die Wand drehen oder die erste Leiste zuschneiden, lasst uns erstmal etwas genauer schauen, was hier alles in dem Koffer drin steckt. Und das ist auch schon das richtige Stichwort. Denn dieses äußerst vielseitige Werkzeug kommt in einem stabilen Koffer. Darin findet ihr die Motoreinheit mit dem praktischen Softgrip, einen Bohrschraubeaufsatz inklusive Bohrer und Bits für das Schnellspann-Bohrfutter, den Multischleiferaufsatz mit Staubsaugeranschluss und einem Satz Schleifpapier von 60er bis 240er Körnung, den Säbelsägenaufsatz mit einem Holz- und einem Metallsägeblatt und zu guter Letzt den Multifunktionsaufsatz mit einem Schabmesser, einem Tauchsägeblatt, einer Delta-Schleifplatte und drei Schleifpapieren. Nun braucht ihr noch einen 20-Volt-Akku sowie ein Ladegerät. Diese findet ihr separat von Parkside. Ab geht es in die Praxis. Um für euch die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten auszuprobieren, habe ich hier eine ganze Reihe von Praxischecks für das Gerät vorbereitet. Wir fangen mit dem Bohren und Schrauben an. Um zu probieren, was geht, setze ich hier in das hochwertige Metallbohrfutter den Bithalter und einen passenden Bit ein. Mit dem Bohrschraubeaufsatz kann ich hier oben ganz einfach per Klick aus 19 Drehmomentstufen und einer Bohrstufe wählen. Und dann habe ich hier dieses Kantholz. Mit so etwas arbeitet der Zimmermann. Da brauchen wir viel Power. Um das Kombigerät direkt auf Herz und Nieren zu testen, drehe ich hier in das harte Holz vier große Schrauben rein. Ohne Vorbohren. Direkt rein. Und das Gleiche mache ich jetzt nochmal mit dieser Schraube. Direkt ins Hirnholz. Ein Akkuschrauber, der das kann, wird euch im Alltag nie im Stich lassen. Nächster Praxischeck. Mit zwei schnellen Handgriffen wechsle ich den Aufsatz vom Bohrschrauber auf die Säbelsäge. Jetzt nur noch das Holzsägeblatt einsetzen. Mit dem werkzeuglosen Schnellspannfutter kein Problem. Damit wollen wir jetzt von diesem Balken ein Stück absägen. Unglaublich, was dieses kleine Gerät leistet. Weiter geht es bei unserem Test mit dem Multischleiferaufsatz. Auch den haben wir im Handumdrehen auf unserem Kombigerät aufgesetzt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schleifpapier auflegen. Ich habe hier noch diese alte Schubladenfront. Die ist in ihrem Leben schon einige Male lackiert worden. Zeit, dass wir hier mal wieder das Holz zu sehen bekommen. Mit dem Staubsaugeraufsatz nur noch an den Nass-Trockensauger anschließen. Das erspart uns eine Menge Dreck. Und los geht's! Das hat doch super funktioniert. Kommen wir zu unserem letzten Aufsatz. Mitten in der Fläche einer massiven Faserplatte ein kleines Fenster ausschneiden. Der Multifunktionsaufsatz mit dem passenden Tauchsägeblatt ist ideal dafür. Mit dem praktischen Schnellspanner kann ich das Sägeblatt ohne Werkzeug anspannen. Jetzt passt mal auf. Klasse, oder? Und zu guter Letzt, Feinarbeiten oder das Brechen von Kanten machen wir mit der Delta-Schleifplatte. Die kommt auch auf unseren praktischen Multifunktionsaufsatz. Dafür gibt es übrigens noch viele weitere Aufsätze bei Parkside zu finden. Unser leistungsstarker Akku hält dabei den ganzen Tag und passt nicht nur auf unser Kombigerät, sondern gehört zu einer ganzen Familie von Werkzeugen, in der es von der Stichsäge bis zum Nass-Trockensauger alles gibt. Nach nur kurzer Zeit in der Ladestation ist der Akku auch schon wieder startklar. So, das war's von mir und dem Parkside 20 Volt 4-in-1 Akku-Kombi-Gerät. Wie ihr merkt, die Einsatzmöglichkeiten sind so vielseitig wie die Projekte. Viel Erfolg bei eurem nächsten Projekt. Das war's von mir und immer dran denken, egal was, du packst das.